Sie sind laut. Sie wollen keine Zuwanderung. Sie kämpfen für ihre deutsche Heimat. Heimatliebe ist kein Verbrechen! Brauchtum und Tradition. Was bedeutet uns Heimat? Heimat, Fahne, Vaterland. Für wen steht das? Heimat finde ich dort, wo ich mich Zusammengehörigkeit fühle. Und da ist es egal, ob ich eingewandert bin oder ob ich kürzlich erst hier bin, ob meine Familie seit Traditionen, seit Jahrhunderten hier lebt. Oder ist Heimat ausschließlich der Raum für die eigene, angestammte Kultur? Ich bin absolut dafür, dass jeder seine Kultur ausleben darf in seinem Raum. Ja, aber wenn das eben bei uns geschieht, dann verlieren wir somit auch früher oder später unsere Heimat. Das Bekenntnis zum Vaterland, ein Tabuthema. Viele fürchten die rechte Ecke. Also beim Thema Patriotismus, da sagen ungefähr 40% der Bevölkerung, das ist ein heikles Thema, wo man sich vorsichtig äußern muss. Doch wie gesund ist dieser Patriotismus? Wer sind die radikalen Kräfte, die lautstark behaupten, die Nation zu verteidigen, Begriffe wie Heimat und Vaterland kapern? Demokratische, liberale und auch sogar progressive Kräfte sich also keine Angst vor diesen Begriffen haben dürfen und sie eigentlich eben in ihrem Sinne und zwar im Sinne des Grundgesetzes besetzen sollte. Unsere Angst vor Begriffen wie Heimat und Vaterland nutzen neue rechte Organisationen wie die Identitäre Bewegung. Doch ihr Heimatbegriff ist völkisch aufgeladen. Das ehrwürdige Schloss Ebersberg bei Stuttgart. Wir fragen uns, wer steckt hinter der identitären Bewegung? Bei einem Mitgliederseminar ist zum ersten Mal eine Kamera zugelassen. Die Organisation hat sich vor allem dem Schutz der Heimat verschrieben. Heidi, Anni und Robin, was bedeutet Ihnen nationale Identität und was ist für Sie Heimat? Heimat, ein Schlüsselbegriff der identitären Bewegung. Also ich kann das eigentlich mit einem Satz erklären. Heimat ist für mich da, wo ich mich nicht erklären muss. Und ja, das trifft eigentlich ganz gut zu. Wir sind hier unsere Heimat. Wir sprechen irgendwo alle die gleiche Sprache, aber es gibt verschiedene Dialekte. Wir haben eine Vielfalt innerhalb Deutschlands. Es ist eine Mischung aus der Kultur und der Landschaft, weil die Art zu wirtschaften bestimmt ja nachher auch die Landschaft. Und somit ist es eine Synthese, das würde ich noch hinzufügen. Das klingt moderat. Doch auf Nachfragen zeichnen die jungen Identitären ein düsteres Szenario. Eine Wurzel des Übels, für sie der Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen. Meiner Meinung nach haben wir halt momentan das Problem, dass wir einen demografischen Wandel erleben. Die Bevölkerung hat eine Entwicklung oder eine Geburtenrate von 1,3% momentan. Und wir haben halt mehr Zuzug aus anderen Ländern. Dem würde ich noch hinzufügen, dass auch gerade sehr viele Menschen, die eben zu uns kommen, die eben zu uns dazu stoßen, ja, die einfach auch eine andere Wertevorstellung haben, also andere Kultur mit sich bringen, was alles seine Berechtigung hat. Ich bin absolut dafür, dass jeder seine Kultur ausleben darf in seinem Raum. Ja, aber wenn das eben bei uns geschieht, dann verlieren wir somit auch früher oder später unsere Heimat und den Ort, an dem wir uns nicht erklären müssen. Wir erfahren, die verstaubte Propaganda der alten Rechten haben die Identitären abgelegt. Sie setzen auf Protestformen der Ökobewegung. Bilder aus dem wohl bekanntesten Video, das in Form und Gestaltung an Musikclips bekannter Bands erinnert. Eine Mischung aus rechter Propaganda und künstlerischer Performance. 2016 entrollen rechte Aktivisten vom Brandenburger Tor ein Transparent. Sichere Grenzen, sichere Zukunft. Protest gegen die Politik der Bundesregierung. Dafür gibt es spontanen Applaus. Schnelle Schnitte, flotte Musik. So wird rechte Propaganda spektakulär in Szene gesetzt. Die Kurt-Schumacher-Gesamtschule in Ingelheim. Hier unterrichtet Veit Straßner. Als Politologe analysiert er seit Jahren die identitäre Propaganda. Er weiß, wie Schüler denken, hat pädagogisches Material für Schulen entwickelt und warnt vor der Organisation. Viele Schüler erkennen nicht auf den ersten Blick, dass es sich dabei um Rechtsextremisten handelt. Und das ist die große Gefahr. Schüler haben oft noch das Bild,
dass Neonazis, dass Skinheads, dass das kruten, prolohaften Nationalisten vor Augen. Und die identitäre Bewegung mit ihrem Auftreten, mit ihrer Ästhetik, mit ihren Symbolen, mit ihrer Art zu agieren und sich zu inszenieren, entspricht sehr oder kommt den Sehgewohnheiten und den Gewohnheiten unserer Schüler entgegen. Bei unseren Dreharbeiten stellen wir fest, in der ersten Reihe der neurechten Bewegung sind viele Frauen aktiv, modern gekleidet, geben sich selbstbewusst. Für sie ist der Islam eine Gefahr für deutsche Frauen. Diese Botschaft verbreiten sie in eigenen YouTube-Kanälen. In einem selbstproduzierten Video geht es um Anmache und Beleidigungen in Schwimmbädern. Das Video wird tausendfach abgerufen. Der Kanal hat bereits 40.000 Besucher. Andere Clips gehen weiter. Hier schlüpfen junge Aktivistinnen in die Rolle vergewaltigter und ermordeter Frauen. Mein Name ist Mia. Mein Name ist Maria. Ich wurde in Kandel erstochen. Ich wurde in Malmö vergewaltigt. Ich wurde in Rotherham missbraucht. Und ich wurde in Stockholm überfahren. Sie könnten ich sein und ich könnte sie sein. Sie könnten ich sein und ich könnte sie sein. Der Propagandaclip von 120 Dezibel wurde rund 100.000 Mal abgerufen. Um eine getötete 17-Jährige geht es in diesem Clip. Täter, ein kenianischer Asylsuchender. Zu getragener Musik inszenieren die neurechten Frauen eine Gedenkveranstaltung. Die simple Botschaft des Clips: Ausländische Männer sind eine Gefahr. Die Aktion richtet sich an Gleichaltrige. Jugendliche sind ja oft in der Situation, dass sie versuchen, ihre eigene Identität auszubilden. Und das tun sie, indem sie verschiedene Dinge ausprobieren, sich orientieren. Und da bietet die identitäre Bewegung viele Anknüpfungspunkte. Das sind attraktive Aktionsformen, die irgendwie auch witzig sind. Also diese Inszenierungen, die die identitäre Bewegung vornimmt, so das schaut man sich gerne an. Und darum schicken sich Schüler beispielsweise auch solche Links, solche Videos gerne zu. Und das sorgt dafür, dass die Botschaft sehr subkutan weiter verbreitet wird. Auf Schloss Ebersberg öffnen sich uns exklusive Einblicke in die politischen Positionen der Identitären. In der Schulung wird für die jungen Mitglieder der politische Standort bestimmt. Es geht aber auch um mehr, um Selbstfindung. Ein Grenzgang aus Konservatismus und Rechtsextremismus. Worauf ich jetzt wieder zu sprechen komme, ist das ursprüngliche Thema dieses Wochenendes, die Charakterschulung, das Thema Tugenden, das Thema Werte, das ich jetzt aufgreife. In diesem Workshop erarbeitet die Gruppe einen gesellschaftlichen Wertekanon, der ihnen helfen soll, den politischen Standpunkt zu definieren. Es geht um den eigenen Platz in der Gesellschaft. Wir begegnen hier Besucherinnen und Besuchern zwischen 18 und 35. Die meisten von ihnen Gymnasiasten und Studenten, junge Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Von Neonazis grenzt man sich ab, gibt sich rechtsstaatlich. In erster Linie ist uns die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehr wichtig, weil wir den Staat an sich befürworten. Nein, mit der NPD oder mit dem Dritten Weg oder anderen rechten oder antisemitischen oder auch nationalsozialistischen Organisationen, Parteien haben wir nichts gemein. Ja, wir haben identitäre Ansätze. Wir wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Wir sind rechtsstaatlich. Die Behörde, die Deutschlands Demokratie schützen soll, widerspricht. In Baden-Württemberg beobachtet der Verfassungsschutz seit inzwischen über einem Jahr die identitäre Bewegung. Die Leiterin Beate Bube verortet die Organisation klar im rechtsextremen Spektrum. Das sind im Grunde die gleichen Argumentationsmuster, wie eine NPD beispielsweise vom Volkstod spricht. Und darin liegt letztendlich auch der rechtsextremistische ideologische Kern dieser Organisation. Man knüpft nicht an beispielsweise an eine Staatsbürgerschaft, sondern knüpft an Ethnie und Kultur, die eben unter sich bleiben muss. Und das ist ganz klar rechtsextremistisch. Teil ihrer Identität, die Heimat vor Fremden schützen. Ethnopluralismus, der Kampfbegriff.
Er bedeutet, jedes Volk, jede Ethnie wird zwar akzeptiert, sollte aber möglichst für sich in den eigenen Gebieten bleiben, in ihrer eigenen Heimat leben. Wir fragen uns, was macht die identitäre Bewegung für junge Menschen so interessant? Ich finde, der Identität, Sinnhaftigkeit und das in Zusammenhang auch mit der Einwanderung, mit der veränderten Sicherheitslage. Eine Demokratie bringt da oder stellt eigentlich hat die Voraussetzung, dass es eine Bevölkerung gibt in dieser, die an einem gewissen Strang zieht. Und wenn wir da verschiedenste Kulturen haben, verschiedenste Wertevorstellungen, dann kann man das einfach nicht gewährleisten. Was mir sehr am Herzen liegt, ist dieses ganze Identitätsthema, also die Bewahrung unserer ethnokulturellen Identität. Das ist so das, was mich persönlich hier hingebracht hat. Also auch diese ganze Thematik des großen Austauschs und den Verlust auch unserer eigenen Identität. Und ja, das ist so das, was mich persönlich fesselt. Soweit die Theorie. In der Praxis zeigt uns die neurechte Bewegung, wie sie sich vorbereitet. Boxtraining im Auenwald. Vorbereitungen auf Angriffe politischer Gegner, die den Rechtsradikalen immer wieder handfest begegnen. Für den Verlust nationaler Kultur und Tradition machen sie auch Rundfunk und Fernsehen verantwortlich, setzen auf eigene Medien. Der YouTube-Kanal der Identitären in Deutschland hat über 26.000 Abonnenten. Januar 2020 wird dieser Clip veröffentlicht. Schnelle Schnitte, rasante Musik. Mitglieder der Identitären Bewegung klettern auf das Dach des Westdeutschen Rundfunks. Rechter Aktionismus. Protest gegen die herrschende Debattenkultur. Was früher vor 20, 30 Jahren noch als normal gegolten hat, ja, dass man zum Beispiel einfach konservative Ansichten in der Gesellschaft, dass die vorherrschen und das als vollkommen normal irgendwo angesehen worden ist, ja, wird man heute zum Beispiel direkt als Nazi oder als rechtsextremer Verfassungsfeind diskriminiert irgendwo. Und das finde ich persönlich sehr schwierig, dass man halt diese Debattenkultur, die ja eine Demokratie in erster Linie ausmacht, nicht mehr so gewährleisten kann. Das gelb-schwarze Lambda-Zeichen. Erkennungssymbol der identitären Bewegung. Dahinter verbirgt sich der 11. Buchstabe des griechischen Alphabets. Symbol der Krieger des alten Sparta. In der Mythologie verteidigten sie Europa vor den Heerscharen fremder Kräfte. Wissenschaftler warnen vor den jungen Rechten, die sich anschicken, Deutschlands Diskussionskultur nach rechts zu beeinflussen. Diese Gruppierung ist ja nicht bedrohlich im Sinne von Gewalt, offener Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung, wie wir das in anderen Teilen des Rechtsextremismus ja ganz deutlich haben, sondern hier haben wir es tatsächlich ja eher mit einer Bedrohung durch, sag mal, eine anti- oder illiberale, antidemokratischen Diskurs zu tun. Und das sind eben Leute, die tatsächlich argumentieren können. Es geht nicht nur um Diskurs. Spektakuläre Aktionen signalisieren Widerstand. Stuttgart, Ende Mai 2020. Wir erfahren von einer Aktion, die spektakulär werden soll, irgendwo in Süddeutschland. Worum es genau geht, sehen wir erst vor Ort. Wir werden Augenzeugen einer Protestaktion. Ein Mietkran hieft Aktivisten auf das Gebäude des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Kameras, Drohnen und Fotoapparate halten das Spektakel für einen Propagandaclip fest. Es soll auf die angebliche Vernetzung des DGB mit der antifaschistischen Szene hinweisen. Anlass? Wochen zuvor war ein rechter Aktivist ins Koma geprügelt worden. Unmittelbar nach der Aktion auf dem DGB-Haus können wir mit der identitären Gruppe reden. Anni, die wir vom Wochenendseminar kennen, gehört dazu. Sie protestierte auch auf dem Dach des Gewerkschaftshauses. Wortführer in Stuttgart ist der neue Vorsitzende der identitären Bewegung, Philipp Thaler. Der DGB und die linksextreme Antifa arbeiten seit jeher sehr eng zusammen. Und in Stuttgart organisieren sie gemeinsame Veranstaltungen. Der DGB hat der Antifa Räume zur Verfügung gestellt. Und die Verdi-Jugend hat teilweise auch wirklich personelle Überschneidungen mit dem Schwarzen Block. Wir fragen beim DGB nach. Der weist die Vorwürfe zurück. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es,
Gewerkschaftshäuser sind historisch ein wichtiger Ort für politische Auseinandersetzungen. Sie stehen selbstverständlich auch Gruppen zur Verfügung, die Teil der antifaschistischen Bewegung sind. Selbstverständlich begegnen sich GewerkschafterInnen und Antifa-Gruppen auch auf Demonstrationen. In gesellschaftlichen Bündnissen, die sich gemeinsam gegen rechts engagieren, teilt der DGB das jeweilige konkrete Ziel, aber nicht alle Positionen jedes Bündnismitgliedes. Kurz nach der spektakulären Aktion findet sich der Propagandaclip im Netz. Jugendgerecht verpackt, professionell geschnitten. Der Coup gelingt, die Tagespresse greift das Thema auf. Die identitäre Bewegung setzt auf die neuen Medien. Und sie wissen warum. Normaler Straßenaktivismus ist schön und gut, muss gemacht werden, aber das sind nicht die Sachen, die Aufmerksamkeit erzeugen. Das sind nicht die Sachen, wo man im Hintergrund merkt, okay, da wurde viel Arbeit reingesteckt, da wurde ein Risiko eingegangen. Das sind Leute, die zeigen wirklich offen Gesicht. Und all diese Komponenten, die in so eine spektakuläre Aktion, wie wir sie heute vollzogen haben, hineinfließen, haben diese Wirkung, dass eine Aufmerksamkeit generiert wird. Da wir hier nicht bei der Antifa sind, bitte ich jeden darum, ein, zwei kleine Schnipsel auch wieder aufzuheben. Wir haben Müllbeutel mitgebracht, lassen die gleich mal rumgehen und sammeln unseren Dreck natürlich wieder mit ein. Das Saubermann-Image Teil ihres Programms. Hinter guten Manieren verstecken sich radikale Forderungen. In Bonn mobilisieren sie 2018 gegen den Flüchtlingspakt der Vereinten Nationen. Hier erkennen wir, wie weit die rechtsradikale Bewegung auch international vernetzt ist. Als Hauptredner wird ein Star der identitären Bewegung Europas angekündigt. Wir haben heute auch internationale Gäste da und da leite ich gleich über an den ersten Redner heute hier aus Wien, Edwin Hinsteiner. Danke dir. Hallo Bonn, geht's euch gut? Diejenigen, die mich nicht kennen, wurde schon gesagt, mein Name ist Edwin Hinsteiner. Ich bin Gründungsmitglied der Identitären Bewegung in Österreich. Es folgt ein Aufruf zu einer neuen Widerstandskultur gegen eine offene Gesellschaft. Es geht hier nicht nur um den Migrationspakt. Es geht hier um eine neue patriotische Renaissance. Es geht darum, den neuen Geist der Söhne und Töchter Europas durch ganz Europa zu tragen. Dass man nicht mehr an uns vorbeikommt. Sucht euch Widerstandszellen. Bei der Identitären Bewegung, bei Widerstand steigt auf, bei Pegida, was auch immer es in euren Städten und Regionen gibt. Sucht Anschluss. Vernetzt euch untereinander und leistet auch wahren Widerstand. Heimatliebe ist kein Verbrechen! Heimatliebe ist kein Verbrechen! Hinsteiner hat eine klassisch rechtskonservative Biografie, war aktiv in der alten Gymnasialverbindung Rugia zu Salzburg, eine schlagende Schülerverbindung. Die Anhänger sind international, kommen auch aus Burschenschaften. Andere sehen aus, als kämen sie aus der linksalternativen Szene. Eine Frau mit Rastafar-Locken hält die Fahne der identitären Bewegung. Ihr Name Tamara K. Sie ist spektakulär bekannt geworden als Agitatorin während der Berliner Corona-Proteste. Die identitäre Bewegung strahlt in die gesamte rechte Protestkultur, ist international vernetzt und richtet sich gegen eine offene Gesellschaft. Wir sind in Stuttgart mit einem Mann verabredet, der die inneren Strukturen der jungen rechten Bewegung aus eigenem Erleben kennt. Lukas Balz. Er galt jahrelang als rechtsextremer Schläger, war Kader der Neonazi-Partei Die Rechte. Inzwischen ist er ausgestiegen. Er schildert uns seine Eindrücke der identitären Bewegung, warnt vor der Organisation und schätzt sie ein. Neonazis leid. Die es gekonnt geschafft haben, Social Media zu nutzen, ein moderneres Auftreten, was damals angefangen hat bei den Neonazis, mit den autonomen Nationalisten, haben die verfeinert. Also wirklich hippes, nenne ich es jetzt mal so, Auftreten, angekommen im 21. Jahrhundert, in verschiedenen Subkulturen, Social Media wirklich super professionell genutzt.
Seine Schilderungen passen so gar nicht zum Selbstbildnis der identitären Bewegung. Es gibt Bilder von mir im T-Shirt der identitären Bewegung. Ich war offiziell nie Vereinsmitglied, genau um so dem hervorzukommen. Aber es wurde toleriert. Ich habe mein Denken nicht da geändert. Ich habe ganz klar rassistische, antisemitische Äußerungen intern getätigt. Und das wurde willkommen geheißen. Nach außen hin will man halt mit solchen Themen wie Israel, den Juden, das versucht man halt komplett auszublenden, weil man da zu viel Angriffsfläche bietet. Die haben sich im Prinzip nur professionalisiert, um in der Gesellschaft anschlussfähiger zu sein. Identität ist ja für sich genommen auch ein Stück weit ein positiv besetzter Begriff. Damit wird ganz bewusst gearbeitet. Das sorgt für die Anschlussfähigkeit auch in eine bürgerliche Mitte. Und darin sehe ich insbesondere eine Gefahr, dass eben Gedankengut Verbreitung findet, weit über die identitäre Bewegung hinaus. Sie ist eine Art Stichwortgeber und genau das will sie auch. Sie will eben die Grenzen des Sagbaren verschieben. Sie will auf den Mainstream Einfluss nehmen. Berlin, August 2020. Auch hier geht es um die Grenzen des Sagbaren, um die Suche nach Wahrheit. Ganz unterschiedliche Gruppen mobilisieren zu einer Großdemonstration gegen die Corona-Politik der deutschen Regierung. Die Situation ist aufgeladen. Verhaftungen, Wut und eine Entfremdung vom politischen System und seiner Repräsentanten ist spürbar. Es ist ein tiefes Misstrauen, das Zehntausende Menschen aus ganz unterschiedlichen politischen Motiven auf die Straße treibt. Viele glauben, die Krankheitserreger seien Teil einer perfiden Strategie dunkler Kräfte, um die Bürger in ein Kontrollsystem zu zwängen. Andere hoffen auf das Wirken höherer Mächte. Wir gehen aus dem materiellen Zeitalter in ein energetisches Zeitalter. Und diese Resonanz, die wir miteinander haben, dieses Lächeln, diese Verbundenheit, dieses Bewusstsein darüber, das macht uns gesund. Wir begegnen einer bunten Mischung aus Esoterikern, Reichsbürgern, Ökoaktivisten und Impfgegnern. Ein Aufstand der Emotionen gegen die Welt der schulmedizinischen Virusbekämpfer. Wir wollen einfach ein bisschen schöne Energie verbreiten und diese Angst, die viele Leute noch haben, einfach versuchen, ein bisschen durch unsere Energie zu transformieren oder wie immer man das nennen mag, so in der Richtung. Haben die einen esoterische Weltbilder, geht es anderen um Politik. Viele sehen Deutschland noch im Kriegszustand unter alliiertem Joch. Es geht ihnen um neuen Patriotismus und nationale Souveränität. Genau hier ist die Übereinstimmung mit der identitären Bewegung. Und es tauchen bekannte Gesichter auf, die wir von Veranstaltungen der identitären Bewegung kennen. Ganz vorne dabei Tamara K. Welches Haus Tamara K. zurückholen möchte, dokumentieren zahlreiche Handyvideos im Netz. Es geht um den Reichstag. Ihre Rede gilt später als Initialzündung für die symbolische Besetzung der Treppen des Parlaments. Vom Reichstagssturm wird später die Rede sein. Die Aufnahmen werden zu Symbolbildern einer gefährdeten Republik. In der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen warnt der Leiter vor einer neuen demokratiefeindlichen Sammelbewegung. Matthias Pöhlmann berichtet uns von einer Misstrauensgesellschaft gegen den politischen Mainstream von heute. Also diese staatskritische Irrationalität kann man ja auch schon seit einiger Zeit beobachten. Besonders deutlich wurde das bei der Reichsbürgerbewegung. Am Anfang hat man ja gedacht, so, das sind einzelne Spinner und so weiter. Aber jetzt begegnet uns etwas Neues, ein neues Phänomen, was sich nicht in organisierten Formen niederschlägt, sondern durch diese personellen Vernetzungen, wo man zusammen eben Aktionen macht, wo man gemeinsam wieder auftritt und keinerlei Berührungsängste hat mit Antidemokraten, auch mit Antisemiten. Und das bereitet mir große Sorgen.
Auch bei den Corona-Protesten benutzen die Menschen gerne den Begriff Patriotismus. Zu ihnen gehört Michael Fritsch. Bundesweit bekannt wurde der 57-jährige Kriminalhauptkommissar durch Auftritte wie hier in Konstanz. Ich glaube, diejenigen, die die Macht haben, die über uns herrschen, die fühlen sich momentan wie die Alpen. Aber wir alle, wir sind das Wasser und steter Tropfen hüllt den Stein. Die Corona-Proteste, für ihn Ausdruck eines neuen Patriotismus, eines Freiheitskampfes des deutschen Volkes. Der Polizeibeamte wurde inzwischen vom Dienst suspendiert, wegen seiner Auftritte. Wir haben weder eine unabhängige Politik, noch haben wir eine unabhängige Justiz, noch haben wir eine unabhängige Gesetzgebung oder eine unabhängige Rechtsprechung. Alles ist abhängig von bestimmten Faktoren, die da drüber schweben. Wenn man, sag ich mal, sich viele Aussagen oder Theorien anhört, die als Verschwörungstheorien dargestellt wurden von den Mainstream-Medien und sie sind dann tatsächlich eingetreten, dann könnte es durchaus sein, dass da wirtschaftliche Interessen hinterstecken, Interessen, ein neues Weltsystem, ein neues Weltmachtsystem zu installieren. Die Verschwörungserzählung und der Verschwörungsglaube an sich führt zu einer ganz starken Polarisierung in unserer Gesellschaft. Wovon Demokratie lebt, ist Diskurs, Konsensfindung, ein mühsamer, aber wichtiger Prozess. Durch Verschwörungsideologien wird er verhindert. In Dresden zeigt sich, aus der Corona-Protestbewegung formt sich eine Widerstandsbewegung. In der Altstadt demonstrieren Zehntausende. Wir begleiten den Polizeibeamten Michael Fritsch. Inzwischen ist er in der Szene fast ein Star. Der Staatsdiener wird für viele zum Symbol der Bewegung. Er selbst sieht sich inzwischen als Widerstandskämpfer, der von zahlreichen Kollegen unterstützt wird. Wir sind jetzt im Prinzip, von denen ich weiß, 5 Kollegen, die aufgestanden sind, die vernetzt sind in dieser Sache. Wir tauschen uns aus, wir fahren auf Demonstrationen. Die Querdenkerbewegung insgesamt als rechtsradikal zu etikettieren, ist undifferenziert. Den Takt gibt in Dresden eine christliche Combo an. Das Publikum wirkt wie ein Querschnitt der Gesellschaft. Viele bekennen sich zu einem neuen Patriotismus, begreifen sich als eine Art Gegengift gegen die Berliner Politik und die Multikonzerne der Pharmabranche, als Speerspitze eines neuen nationalen Aufbruchs. Polizist Michael Fritsch trägt bei seinen Auftritten die Botschaft auf dem T-Shirt: Kein Idiot, sondern Patriot. Mit ihrem offensiven Bekenntnis zum Patriotismus besetzen neurechte Gruppen eine Nische. Das bestätigen Meinungsforscher des bekannten Allensbach-Instituts am Bodensee. Seit Jahren existiere in Deutschland ein Klima, das patriotische Positionen im öffentlichen Raum eher tabuisiert. Wenn man die Bevölkerung direkt nach ihrer eigenen Meinung fragt und dann fragt, kann man das öffentlich sagen, dann entstehen da Klüfte. Und diese Klüfte weisen darauf hin, dass ein Medientenor existiert, der eigentlich die Bevölkerung in eine Richtung treibt, in die sie eigentlich nicht möchte. Die Befunde des Instituts eindeutig. Das Meinungsklima in Deutschland wirkt unfrei. Also beim Thema Patriotismus, da sagen ungefähr 40% der Bevölkerung, das ist ein heikles Thema, wo man sich vorsichtig äußern muss. Das sind auch deutlich mehr als noch vor 1-2 Jahrzehnten. Es gibt noch andere Themen, wo das wesentlich deutlicher ist, beispielsweise Einwanderung. Da ist es eine klare Mehrheit, fast 3/4. In diesem Sinne, Heimat, Freiheit, Tradition! Durch die Endstation! Es sind neurechte Gruppen wie die Identitäre Bewegung, die sich zum Vorreiter des Meinungskampfes machen. Den Heimatbegriff für sich proklamieren. Gerade in einem Kontext, wie wir ihn momentan erleben, der geprägt ist durch eine zunehmende gesellschaftliche Pluralisierung, durch eine allgemeine Globalisierung, ist es für viele Jugendliche hilfreich, sich im Nahbereich orientieren zu können. Und da bietet die Heimat, die Tradition, durchaus attraktive Angebote. Und die Identitären tun das ja auch durchaus positiv. Der Slogan ist dann nicht Deutschland in Deutschen, Ausländer raus, sondern man spricht davon, dass man heimatverliebt ist, dass man aktiv wird für die Heimat, für Deutschland. Halle galt lange als ideologisches Zentrum und Kaderschmiede der Identitären Bewegung.
Hier in der Innenstadt hatte sie einen festen Stützpunkt. Wohnprojekt und Rückzugsraum zugleich. Viele in der Gruppe sympathisieren mit der AfD. Vor unserer Kamera präsentieren sie sich ordentlich, geben sich nett, wie eine große Familie. Keine Springerstiefel, keine Nazi-Symbole. Mit dem historischen Nationalismus und Antisemitismus wollen sie nichts zu tun haben. Sie sehen sich als die Hüter einer deutschen Identität. Der Grundkonsens ist: Stopp der Islamisierung, Stopp der Masseneinwanderung, Stopp des großen Austausches. Und jeder, der sich diesem Minimalkonsens anschließen kann, ohne extremistisch zu sein, ist bei uns herzlich willkommen. Ich glaube, dass halt diese Begrifflichkeiten wie Buntheit, Vielfalt, Multikulti, dass das halt auch so ein bisschen Euphemismen geworden sind, die halt verschleiern, dass es mit dieser Einwanderungs- und multikulturellen Gesellschaft eben auch natürlich offensichtliche Probleme entstehen, die sich halt niederschlagen in Parallelgesellschaften. Ich denke, dass jede gesunde Demokratie und jedes gesunde Volk eine gewisse Leitkultur braucht, die organisch gewachsen ist über die Jahrzehnte. Und wir sehen, dass diese Leitkultur Stück für Stück abgeschafft wird, wenn beispielsweise in Schulen kein Schweinefleisch mehr rausgegeben wird, aus religiösen Gründen, als Zuwendung an die Einwanderer oder besonders natürlich muslimische Einwanderer, dass Kreuze abgehangen werden. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt schon stattfindet. Sie instrumentalisieren Einzelfälle, kapern Gebäude, blockieren Parteizentralen. Um sich gegen Multikultur zu stemmen, greifen die Identitären in die Trickkiste der politischen Propaganda. Stichwortgeber ausgerechnet die linke 68er-Bewegung. Die Grundidee der Identitären Bewegung lag ja eigentlich darin, überhaupt zu analysieren, wie ist die politische Linke in Deutschland an die Macht gekommen. Nicht nur parlamentarische Macht, sondern eben gesellschaftliche Macht in erster Linie, also die sich eben in Universitäten, in NGOs, Lobbygruppen und so weiter widerspiegelt. Und aus dieser Analyse heraus haben wir eben für uns erkannt, dass es eben auch sowas wie rechten, patriotischen, konservativen Aktivismus braucht. Und das war eben auch so ein bisschen der Impuls der Identitären Bewegung. Und wir eben auch gesagt haben, dass wir mit unseren Aktionen immer auch eine Konfrontation und auch eine Provokation setzen wollen. Mir sind keine Fälle bekannt, dass also Mitglieder der Identitären oder die sich dem zurechnen, tatsächlich offen Gewalt gegen Einzelpersonen ausgeübt haben, ja, wie wir das ja vielleicht kennen, so rassistische, fremdfeindliche Gewalt. Aber was wir hier natürlich sehen, ist immer die indirekte Androhung von Gewalt. Weil wenn man diese Ideologie zu Ende denkt und tatsächlich so etwas wie ein homogenes Volk in einem bestimmten, in einer Nation, in einem Raum haben will, und wir heute durch jede deutsche Großstadt gehen, dann werden wir erkennen müssen, dass das nicht ohne Gewalt realisierbar sein wird. Wir sind in Gotha und erleben Heimatliebe ohne Ausgrenzung und das Schüren von Hass. Hier wird echtes Brauchtum gepflegt. Hunderte Traditionsvereine in Deutschland beweisen, das Bekenntnis zur Heimat geht auch ohne völkisches Denken. Sie setzen auf einen anderen, einen regionalen Heimatbegriff, wie hier in einer kleinen Gemeinde bei Gotha. Hallo, seid gegrüßt. Hallo. Schön, dass ihr da seid, mein Mühlenpfeifer. Wunderbar, auf geht's. Der Dudelsack ist das Thüringer Instrument. Die jahrhundertealten Uniformen und die Liebe zum Thüringer Land werden stolz zur Schau getragen. Ganz anders als die identitäre Bewegung laden die Thüringer Trachtenfans ihren Heimatbegriff nicht völkisch auf. Der Vorsitzende des Trachtenvereins, Knut Kreuch, ist Sozialdemokrat durch und durch. Als Oberbürgermeister von Gotha bekennt er sich zu seiner Heimatliebe. Ach, Tina, das hört sich wieder an, ja? Der Volksbegriff ist eigentlich das Finden von Heimat. Und Heimat finde ich dort, wo ich mich Zusammengehörigkeit fühle. Und da ist es egal, ob ich eingewandert bin
oder ob ich kürzlich erst hier bin, ob meine Familie seit Traditionen, seit Jahrhunderten hier lebt. Wenn ich gemeinsam ein Ziel verfolge, gemeinsam mir die Hände reiche zum Volkstanz, wenn ich vielleicht sogar noch die Muttersprache erlerne, diesen Dialog der Generationen, dann ist das für mich Zukunftsfähigkeit, dann ist das ein gemeinsames Volk. Im Vereinsheim treffen sich Jung und Alt regelmäßig, sprechen die alten Dialekte, sitzen zusammen, singen, machen Handarbeit. Gefragt nach dem Meinungsklima in Deutschland zum Thema Heimatliebe, wird der Vereinsvorsitzende nachdenklich. Das ist eben dieses, dieses Mango, was manchmal der Sache anhängt, tut mir persönlich auch weh. Die deutsche Sozialdemokratie hat vergessen, dass es Sozialdemokraten waren, die in Chemnitz und Leipzig 1875 die ersten Trachtenvereine gegründet haben. Es waren Arbeiter, es waren keine aus dem Bürgertum, die dazu führten. Und über die Entwicklung der Jahre hat sich das ein bisschen eingeschliffen, dass man sagt, das ist ewig gestrig, das ist konservativ. Auch traditionelle Tänze leben im Thüringer Trachtenverein weiter. Sarah und Jonas gehören zum Nachwuchs, der den vielen regionalen Heimatgruppen nicht ausgeht. Und ohnehin machen viele Faktoren die Traditionsarbeit auch für junge Menschen heute wieder interessant. Wurde mir halt so ein bisschen in die Wiege mitgelegt. Und da hat dann meine Mama gesagt, na Mensch, dann guck doch meine Trachtengruppe. Die singen ja sehr viel, tanzen sehr viel. Und seitdem bin ich halt dabei. Und es ist halt immer was Schönes, unsere Trachten anzuziehen. Bei der Tracht, wenn man die anhat, dann fühlt man sich vielleicht nicht cool, aber man könnte sagen, erhaben. Also wenn ich meinen Gehrock anhabe und den Zylinder auf und ich grüße die Leute, dann lächeln die mir zu und man läuft dann auch ganz anders. Nicht mit dem Buckel, sondern aufrecht und halt fühlt man sich etwas, naja, ich möchte jetzt nicht sagen als etwas Besseres, aber schon gut gekleidet. Wie gesagt, Kleider machen Leute. Aber Kleidung alleine erklärt noch lange nicht den Zulauf. Die jungen Tänzer verbinden mit Heimat auch Geborgenheit, Freundschaft und Identifikation, ohne andere auszuschließen. Für mich bedeutet Heimat halt einfach zu meiner Familie zu Hause anzukommen und mich nicht zu verstellen müssen. Also ich kann bei meiner Familie sein, wie ich will. Die kennen mich, die finden das gut, was ich mache. Wenn ich hier wieder nach Hause komme, ist halt Dorf, kennt jeder einen und man weiß halt, was man daran hat. Ich glaube persönlich, dass es eine Suche ist. Eine Suche nach Werten und nach Halt in der Gesellschaft. Diese digitalisierte Gesellschaft ist so schnelllebig geworden, auch oberflächlich geworden. Der Begriff Freundschaft ist so wegzuklicken heutzutage, dass gerade junge Leute jetzt ganz bewusst suchen, wo will ich geerdet werden. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den wir brauchen. Heimat, Volk und Vaterland. Große Symbole und immer noch tabuisierte Begriffe. Das alles hat nichts mit politischem Extremismus zu tun. Ebenso wie die deutsche Fahne Schwarz-Rot-Gold bestätigen auch Politologen, die ansonsten vor Rechtsextremismus warnen. Wenn ich sage, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, weil ich in einem großartigen Sozialstaat lebe und ich gerne hier lebe und ich sage, das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann, dann hat das mit Extremismus erst einmal überhaupt nichts zu tun. Es ist ja tatsächlich auch nicht von ungefähr so, dass Rechtsextremisten, ja, und ich spreche jetzt von wirklich Hardcore-Rechtsextremisten, nicht mit schwarz-rot-goldenen Fahnen auf Demonstrationen gehen, sondern mit der Reichsfahne. Weil sie sich eben überhaupt nicht mit den Fahnen des Grundgesetzes, mit den Fahnen dieser Bundesrepublik, mit den Farben identifizieren können, sondern sie wollen ja zurück zum Deutschen Reich. Ja? Und insofern, das ist auch wieder eine Symbolik, wo ich ganz dafür bin, dass man die eben mit dem Grundgesetz verbindet. Also Schwarz-Rot-Gold sind die Farben der Republik. Ja, das hat mit Extremismus überhaupt nichts zu tun. In Halle hat sich ein breites Bündnis vorbereitet, um sich der neuen rechten Bewegung in den Weg zu stellen. Die identitäre Bewegung will mit einem machtvollen Aufmarsch für eine völkische Deutung des Heimatbegriffs werben. Die Gegendemonstranten machen deutlich, was sie von ihnen halten. Die Identitären geben sich jung und akademisch.
wie die neue Rechte insgesamt versuchen, ihre antidemokratischen, antisemitischen und völkischen und faschistischen Bezüge zu verschleiern. Und dagegen vorzugehen, ist die Absicht des antifaschistischen Bündnisses. Heute will die Identitäre Bewegung in Halle demonstrieren, die Machtprobe wagen. Und wir gehen davon aus, dass sie ein Erfolgserlebnis brauchen. Und das wollen wir verhindern. Wir gehen gegen diesen Aufmarsch auf die Straße und wollen diesen stoppen. Die Gegendemonstranten blockieren die Straßen. Überall in der Stadt stellen sich Antifaschisten den Identitären in den Weg. Manche machen das friedlich, andere gehen gewaltsam vor. Wenige Meter weiter, der Stützpunkt der Identitären. Demonstrative Gelassenheit mit Klaviermusik. Hier gibt man sich siegessicher, hofft auf die Unterstützung der Polizei, die den Weg für die Großdemonstration freimachen soll. Auch hier klingt das Interview wie eine Kampfansage. Es steht unter dem Motto, es bleibt unsere Heimat, Europa verteidigen. Das ist in erster Linie eine metaphorische Anklage an die Generation 1968, die eben massiv den Heimatbegriff an sich dekonstruiert hat, die dafür gesorgt hat, dass eigentlich Heimat nicht mehr irgendwo an ein tatsächliches sozialen Zusammenhang gebunden ist, dass es irgendwie nicht mehr an auch eine Nationalstaatlichkeit gewissermaßen gebunden ist, die einen Identifikationsmerkmal auszeichnet, sondern eben völlig dekonstruiert wurde. Bei so viel Gegenprotest wird die Veranstaltung für die Identitäre Bewegung zum Flop. Der Marsch findet nicht statt. Der Gegenprotest ist zu groß. Die erste große Niederlage der jungen rechten Bewegung. Wenige Monate später verliert sie auch ihren Stützpunkt in Halle. Als Twitter und Facebook der Bewegung dann auch noch die Accounts kündigen, glauben schon viele an ein Aus. Für Experten vorschnell, denn längst hat die Identitäre Bewegung neue Aktionsformen gefunden. Das ist immer noch ein sehr vitaler Teil rechtsextremistischen Diskurses. Ja. Nur dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel nicht mehr auf Facebook oder zum Teil auf Twitter vertreten sind, also einige der wichtigen Protagonisten, bedeutet ja nicht, dass sie verschwunden sind, sondern sie haben jetzt ja auch schon sich andere Sprachrohre gesucht. Ne? Also beispielsweise Telegram ist ja jetzt besonders en vogue in dieser Szene. Und insofern werden wir von diesen Personen auch weiter noch hören. Wir erkennen deutlich, heute liegt der Heimatbegriff politisch brach. Insbesondere Parteien links der Mitte tun sich schwer mit Patriotismus. Im Osten schickt sich die radikale Rechte an, aus dieser Haltung Kapital zu schlagen. Meinungsforscher sind alarmiert. Ein Land, das seine eigene Flagge nicht mehr hisst. Ein Land, das nicht bereit ist, die eigene Nationalhymne zu singen. Vor lauter Angst, man könnte irgendwelche falschen Leute bedienen, ist ein schwaches Land. Das geht nicht. Und wenn dann Leute, die mit genau dieser Tradition nichts am Hut haben, fröhlich diese Symbole verwenden und als ihre eigenen erklären und gleichzeitig aber die Demokraten vor lauter Angst, sie könnten mit denen in einen Topf geworfen werden, es nicht mehr tun oder gar sie versuchen zu diffamieren, dann ist man nicht nur irgendwann die Symbole los, sondern eben auch die mit ihnen verbundenen Institutionen. Ein Vakuum, das die Identitäre Bewegung für sich entdeckt hat. Ihnen geht es um nicht mehr oder weniger als um einen Wandel im politischen Klima Deutschlands. Eine geistige Revolte von rechts im Kampf um den Mainstream. Mit klaren Perspektiven. Unser klares, erkennbares Ziel muss es natürlich sein, dass wir eben diesen Diskurs auch prägen können, dass wir ihn vermitteln können. Und im Zweifel, also Greenpeace oder Amnesty International, die sind halt auch natürlich durch diese subversive Aktionskunst groß geworden. Aber die machen das ja auch nicht mehr so häufig, sondern die sitzen jetzt nämlich in den Lobbybüros und im Bundestag und im EU-Parlament und beraten eben Politiker. Und das ist natürlich für die Identitäre Bewegung jetzt noch nicht vorstellbar, aber klar, es ist ein Anspruch, oder der uns zumindest zustehen müsste. Der Marsch durch die Institutionen, diesmal von rechts, Herausforderung für Demokraten. Heimat, Identität, Nation. Zu wertvolle Begriffe, um sie den Radikalen von rechts zu überlassen. Ich bin sehr entschieden der Meinung, dass tatsächlich eben gerade demokratische, liberale und auch sogar progressive Kräfte sich also keine Angst vor diesen Begriffen haben dürfen und sie eigentlich eben in ihrem Sinne, und zwar im Sinne des Grundgesetzes, besetzen sollten. Die
Die tabuisierten Begriffe Heimat, Vaterland, Nation geben der neuen Rechten mit der identitären Bewegung ein Thema, das Deutschland nach rechts verschieben kann. Die demokratischen Kräfte sollten dieses wertvolle Politikfeld nicht weiter ignorieren, es mit Leben füllen und sich ihrer Deutungshoheit bewusst werden.